Marschmusik und Erderwärmung, das scheint nicht wirklich zu passen. Dafür aber die Hitze in Georgetown. Wie schon vergangene Woche bei seiner Rede vor dem Brandenburger Tor, muss Obama erstmal das Jackett ablegen. Dann kommt er zur Sache. Die 12 wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen hatten wir in den vergangenen 15 Jahren. Als Präsident, als Vater und als Amerikaner stehe ich hier und sage, wir müssen handeln. Im eigenen Land will Obama anfangen, vor allem die besonders klimaschädlichen Kohlekraftwerke abschaffen. Sie allein seien verantwortlich für 40% des Kohlendioxidausstoßes. Wir haben Obergrenzen für Quecksilber, für Schwefel und Arsen in Luft und Wasser. Aber unsere Kraftwerke können bislang grenzenlos Kohlenstoffdioxid in die Luft abgeben. Das will Obama ändern, nicht zuletzt, um das eigene Land vor den Folgen der Klimaerwärmung zu schützen. Beispiel Hurricane Sandy, der im vergangenen Jahr verheerende Schäden anrichtete. Und der Präsident sieht die weltgrößte Volkswirtschaft in der Pflicht, Vorbild für andere zu sein, damit die Welt beim Klimaschutz endlich vorankommt.